Wie zitieren Sie Abbildungen? Sie brauchen bei einer Abbildung in Word zwei Dinge. Einmal die Abbildungsbeschriftung und dann die Quelle selbst. Die Beschriftung erhalten Sie, indem Sie auf die Quelle einen Rechtsklick machen und dann sagen Beschriftung einfügen. Da können Sie der Abbildung einen Namen geben. In die Abbildungsbeschriftung kommt nicht die Quelle rein. Die kommt in eine separate Zeile, zum Beispiel so. Also diese Abbildung sei direkt übernommen aus Müller 2010, Seite 45. Der Grund, warum diese Quelle nicht in die Abbildungsbeschriftung reinkommt, ist, beim automatischen Abbildungsverzeichnis wird alles, was hier in der Abbildungsbeschriftung drin steht, oben im Abbildungsverzeichnis wieder ausgespuckt. Und da sollte nicht die Quelle mit erscheinen. Deswegen kommt die in eine separate Zeile drunter oder wahlweise noch mit einer Fußnote hier an die Abbildungsbeschriftung dran. Und jetzt gibt es bei der Quelle drei verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze aussehen kann. Wenn Sie dieses Bild direkt übernommen haben, ohne es inhaltlich zu verändern. Also inhaltlich meint, ich habe wirklich den Inhalt verändert, nicht nur das Layout. Wenn die Balken hier nicht blau, orange und grau waren vorher, sondern grün, hellgrün und dunkelgrün, das ist keine inhaltliche Veränderung. Dann ist es immer noch komplett übernommen. Also bei einer kompletten Übernahme schreiben Sie wirklich direkt die Quelle hier hin. Wenn Sie die Quelle verändert haben inhaltlich, also Sie haben einen Balken weggelassen, weil der nicht relevant war für Sie, oder Sie haben irgendwas anderes geändert, Sie haben die Beschriftungen angepasst, dann ist es inhaltlich verändert und dann schreiben Sie in Anlehnung an. Und dann kommt die Quelle, wo Sie es herhaben. Und im dritten Fall, wenn es wirklich von niemandem kommt, wenn es wirklich Ihr eigenes Produkt ist, dann schreiben Sie eigene Darstellung, also Quelle eigene Darstellung, das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es die andere Möglichkeit zu sagen, nee, wenn es meine eigene Darstellung ist, dann brauche ich gar keine Quelle, dann schreibe ich hier gar nichts rein. Also die andere Denke wäre hier, wer selbst etwas erstellt, braucht keine Quelle nennen. Sie sind auf der sichereren Seite, wenn Sie Quelle eigene Darstellung schreiben. Wenn Ihr Dozent es Ihnen aber erlaubt, können Sie auch gerne bei solchen Dingen einfach gar keine Quelle nennen. Vielen Dank.